you walk. I love the way where you talk. You blow my mind and at first sight. Don't feel my love tonight. Loving you, baby. So much I can't do more. You got love. You got love me too. You got love. You got love me too. Love the way when you kiss. It tastes like sugar, want more of your lips. You blow my mind at the first sign. Be my baby tonight. Loving you, baby. So much I can't do more. You got love. You got love me too. You got love. God love me too. Soul mit Texas Shuffle. Die Jungs aus dem Schwarzwald sind jetzt in Sachsen auf Tour und ich freue mich, dass ihr heute bei uns im Studio vorbeigekommen seid. Wunderschönen guten Abend. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Wir freuen uns auch hier zu sein und bei euch ein bisschen zu spielen. Ja. Was führt euch denn nach Sachsen, Fabian? Naja, sogar bei uns im Südschwarzwald ist es bekannt, dass eigentlich in Sachsen auch so die Gegend um Dresden rum eigentlich auch eine starke Blues-Szene hat. Mhm. Und das ist natürlich dann schön, dass man dann als Band dann einfach auch ein bisschen rumreisen kann und das mal selber ausprobieren, ob das auch so stimmt, was bei uns im Südschwarzwald angekommen ist. Du bist virtuoser Gitarrist, hast die Band 2009 gegründet. Ja. Wie kam es dazu? Es kam dazu, dass ich umgezogen bin von Hessen in den Südschwarzwald und habe vorher in verschiedenen Bands gespielt, aber eigentlich immer Blues gespielt für mich zu Hause alleine. Und dann war das für mich so, der Umzug war dann für mich ein Cut, dann einfach zu sagen, okay, jetzt mache ich eigentlich das, worauf ich wirklich Lust habe. Und dann habe ich gesagt, ich will eine Bluesband machen. Mhm. Und dann habe ich Leute gesucht und dann zum Glück auch gefunden. Der Lars, wir hatten früher noch seinen Bruder dabei, der Adrian, der hat dann die Band verlassen, weil er nach Australien ist, ein Jahr. Und Matthias hat dann den Platz übernommen. Und ja, dann sind wir immer unterwegs. Ja. Und ihr macht handgemachten Blues. Jimi Hendrix hat es euch angetan? Gehe ich davon aus, Freddie King zum Beispiel, ne? King auch natürlich, ja. Und Stevie Ray Vaughan ist so mein großes Idol, warum ich das überhaupt Gitarre spiele. Und das ist auch so die Einflüsse, die wir alle auch so haben. So dieser echte handgemachte Blues halt noch mit Band. Und dazu gehört es natürlich auch selbst zu schreiben. Gehört auch dazu. Das gehört auch dazu. Ja, natürlich, klar. Wir haben natürlich auch angefangen, vieles nachgespielt, eben von Hendrix, Stevie Ray Vaughan oder auch Freddie King. Aber irgendwann kommt halt dann doch mal, wenn man das spielt, so Abwandlungen oder Ideen, die einfach dann dazukommt, was es dann einfach ja irgendwann zu einem eigenen Lied führt. Und dann fängt man halt dann an, dann noch eigene Songs zu machen, die in die Richtung halt gehen oder die einfach die Wurzeln dann im alten Blues haben. Ja. Ihr habt ja in Amerika, ich habe ja vorher ein bisschen mich informiert über euch, schon richtig Preise abgesahnt, ne? Ist das richtig? Also Amerika jetzt nicht direkt, aber wir waren 2011 waren wir in Monza bei einem Brianza Blues Festival.
Dort war der Saxophonist von der Blues Brothers Band, also der auch in dem Film Saxophon spielt, der Lou Marini, der war da und da war ein Blues Contest und da waren es über 100 Bands und dann haben wir dann den ersten Platz gemacht und durften dann am Abend vor Louisiana Red und Robin Ford spielen. Das geile war Sache. Dann mega, das war dann mega, ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt seid ihr hier bei uns in der Dresdner Region zu erleben am Sonntag im Kulturcafé Dona. Richtig. Und es gibt sogar noch ein paar Karten, ne? Klar, also es gibt noch Karten, von daher, wer Lust auf Blues hat, auf Texas Blues, gern vorbeikommen, Kulturcafé M in Dona. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ja, aus der Dresdner Innenstadt, glaube ich, so ein halbes Stündchen nur, dann ist man schon dort und kann ab 18 Uhr dort einen richtig schönen Bluesabend erleben. Mhm. Aber vorher möchte ich von euch noch was hören. Was gibt's jetzt noch für die Zuschauer und mich? Es gibt jetzt noch unser allererstes Stück, was wir zusammen geschrieben haben 2009, das heißt Keep You Satisfied. Ja, ich freue mich drauf. Darling, I'm gonna keep you satisfied.